Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in den Blissim-Adventskalender. Den habe ich jetzt hier und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Blissim-Adventskalender ist ja von der Blissim-Box, ne? Das ist ja eine Abo-Box, das heißt, wenn du Abonnent bist, so, dann bekommst du den Adventskalender auch ein bisschen günstiger, der kostet ja 65 Euro. Und für Nicht-Abonnenten 75 Euro. Er soll einen Warenwert von 289 Euro beinhalten. Und ich finde, dass sich das schon mal richtig gut anhört. Also du bekommst schon was für dein Geld, ne? Das ist halt die Frage, ob es dir das auch wert ist. Das ist immer so die generelle Frage, weswegen ich hier auch die Adventskalender-Unboxings mache und ihr sie euch gerne alle anschauen könnt. Und ich werde so gut wie jeden Adventskalender, den ich irgendwie unter die Finger kriege, für euch auspacken. Ich habe euch den Link dazu mal in die Infobox reingesetzt. Den habe ich jetzt in PR zugeschickt bekommen. Und ich würde sagen, von außen ist es auf jeden Fall ein wunderschöner Adventskalender. Wirklich wunderschön. Es ist einer, der hier ein Schleifchen dran hat. Ich stelle ihn mal auf Erwin ab. Und das ist ein wundervoller Boxen-Adventskalender. Das ist ein Schenkelklopfer wert. Zwischenebenen finden wir hier nicht, ist nicht schlimm. Ich denke übrigens, dass wir hier hauptsächlich Pflege drin haben werden. Erfahrungsgemäß haben wir hier maximal 4 bis 5 Make-up-Produkte drin, aber wir schauen mal. Ich habe jetzt hier die Nummer 1 am Start. Preise werde ich recherchieren, da habe ich jetzt nichts vorliegen oder so. Von Caudalie habe ich das Purifying Gel Cleanser Produkt mit 30 Millilitern hier drin. Caudalie ist eine Marke, die so französisch und sehr, sehr natürlich ist. Passt zu Blissim, weil die halt auch sehr viele Produkte in ihren Boxen drin haben, die recht hohen Anteil von natürlichen Inhaltsstoffen haben und auch recht viele französische Marken, weil die kommen ja ursprünglich aus Frankreich, ne? Ja, finde ich sehr cool, dass wir hier mit Gesichtsreinigung starten, weil das ist ja auch im Prinzip der erste Schritt der Gesichtspflege. Die Nummer 2 ist relativ leicht, aber da ist was sehr Interessantes drin. We're Blushing von Sophia und Mabey haben wir 5 Gramm eines Creamy Blush Sticks hier drin, in der Farbe Blossoming. Großartig. Also sowas in Adventskalendern finde ich total super. Blush, Bronzer, Highlighter, Mascara, Kajal kann ich mir gut vorstellen, Eyeliner, voll meins. Sophia und Mabey ist eigentlich eine Marke, die ich jetzt auch nur aus Adventskalendern kenne. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, wo man die sonst regulär kaufen könnte, aber ich werde euch da definitiv einen Preis zu finden. Oh, das ist aber eher ein Blush-Lighter. Also haben wir hier schon mal ein Kombiprodukt von Blush und Highlighter mit drin. Und yo, der hat nämlich so Goldschimmer auch mit dabei. Komm, den können wir uns aber auch mal auf dem Handrücken geswatcht. Ei, da habe ich nicht mitgerechnet, dass der so intensiv ist, Leute, oder? Guckt euch das mal an. Nein, das gefällt mir. Der ist ja intensiver von der Performance, von der Pigmentierung, als der Elia, den ich drauf habe. Und das ist ein super High-End-Produkt, ne? Den finde ich schön. Hätte man wirklich nicht erwartet. Also ich nicht. Au, cool. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und ja, mein Augen-Make-up ist ein bisschen krass geworden. Sollte eigentlich grün und rot werden. Es ist irgendwie pink und grün geworden. Hier habe ich die Marke Algologie drin. Das ist ein Produkt, was mir aus den Boxen dieses Jahr eigentlich in Erinnerung geblieben ist. Deswegen finde ich das eigentlich nicht so gut, wenn die Firmen das nochmal dann auch in den Adventskalender reinpacken, weil durchaus die Abonnenten sich ja auch den Adventskalender holen. Ist aber ein Produkt, was man durchaus sehr gut verwenden kann. Elixir de Vague, also ein Booster, Hydra Replenishing Booster, also ein feuchtigkeitsspendender Booster mit 15 Milliliter. Das ist eine Glaspipette. Also eigentlich ein richtig gutes Produkt, was man halt auch wirklich recht schnell dann aufgebraucht hat und wahrscheinlich dann auch schon leer hat, wenn man das schon mal drin hatte. Trotzdem mag ich es lieber, wenn Adventskalender dann auch Produkte beinhalten, die man jetzt so noch nicht kannte. Hier haben wir die Nummer 4. Das ist auch ein Klassiker in Adventskalendern. Ja, aber es ist sehr, sehr gut. Von Moroccan Oil ist das dieses Haaröl Light Variante. 10 Milliliter sind hier drin. Das ist halt super, super pflegend, ne? Ich glaube, das ist mit Arganöl oder so. Marokkanisches Arganöl. Wenn ich mich nicht... definitiv. Und deswegen finde ich das eine schöne Sache. Also wir haben jetzt was zur Reinigung fürs Gesicht, was zur Pflege fürs Gesicht. Ein dekoratives Kosmetikprodukt, ein Haarprodukt. Und jetzt könnte vielleicht ein Körperprodukt kommen. Dann haben wir auf jeden Fall ein super krasses
ausgewogenes Verhältnis geschaffen. Dann schauen wir uns mal an, was die sich einen Tag vor Nikolaus überlegt haben. Von Bahia ist das etwas, und zwar, ey, richtig cool. Ernsthaft, ich wusste nicht, was drin ist. Also ich wusste auch nicht, dass jetzt ein Körperprodukt kommt. Das ist eine Bodycream mit organischem oder mit ja, organischem Avocado und Prickly Pear Öl. Oh, 25 Milliliter. Ich vergesse immer, was Prickly Pear ist. Es ist immer so das gleiche Ding hier bei mir. Es riecht irre gut. Ja, steht auch, dass es floral vom Duft her ist. Nussig, Traube, Feige, hört sich gut an. Jojoba, Bienenwachs, sehr cool. Wird auf jeden Fall verwendet werden, weil es einfach unglaublich gut duftet, ne? Auch richtig, richtig praktisch ist der Adventskalender zum Wiederbefüllen und Weiterverwenden, ne? Weil die Kläppchen sind halt sehr, sehr groß. Natürlich sind die Produkte, die dann hier drin sind, und hier habe ich den Nikolaustag, etwas kleiner als das, was du dann, was an Kapazität da wäre, sage ich jetzt einfach mal. Aber im Sinne des Wiederverwendens finde ich schon wieder cool, weil ich befülle die alle halt auch, ne? Hier haben wir von Melusine Paris, oh, ein Gua Sha Jade-Stein. Sowas verfolgt uns ja ein bisschen. Letztes Jahr wurden wir, glaube ich, damit so ziemlich überschüttet. Nenn mir einen, der keinen Gua Sha-Stein zu Hause hat. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Aber gut, ja. Haben wir jetzt hier drin für diejenigen, die vielleicht wirklich noch gar keinen haben. Und es ist halt auch wirklich ein Steinstein. Den habe ich auch schon da. Also, ne, damit kannst du super toll Serien einarbeiten. Du kannst damit Öle gut einarbeiten. Du kannst Masken, also Tuchmasken, ne, da kannst du nochmal mit drüber gehen, um das tiefer in die Haut einzuarbeiten. Ich habe aber schon wirklich einen guten, also mein Bedarf ist gedeckt an Gua Sha Steinen, ja. Aber auch hier haben wir wieder was Ausgewogenes, weil jetzt halt auch ein Tool dann gekommen ist, ne? Hier habe ich jetzt die Nummer 7 und da haben wir, die habe ich heute Morgen verwendet, die ist großartig. Embryolisse hat eine Intense Moisturizing Mask hier mit drin und da sind 50 Milliliter drin enthalten. Ich habe hiervon auch schon eine Körpercreme gehabt, die so reichhaltig und nährend war. Die Gesichtsmaske ist auch sehr, sehr gut. Ich habe sie schon fast aufgebraucht. Ich persönlich muss sagen, dass mir der Duft hiervon ein bisschen zu viel ist. Ich hatte eigentlich erwartet, dass sie ungefähr gar keinen Duft hat. Aber die Pflegewirkung, Leute, ist richtig gut. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Und da bin ich mal gespannt, ob es das auch wirklich tut. Hier haben wir etwas drin von Mimitika, eine Gesichtscreme. Für Leute, die die Sonne lieben. Self-Tanning Face Cream, okay. Ja, hier sind 10 Gramm drin enthalten. Also eine Gesichtscreme, die du verwendest, um dein Gesicht zu pflegen. Und gleichzeitig bekommt das Gesicht auch ein bisschen Bräunung. Bin ich jetzt nicht so der Ultra-Fan von, weil ich halt sehr wenig Self-Tan benutze. Und wenn, dann halt nur von Beauty Mates, ne? Halt den Selbstbräuner-Booster. Aber ja, ist mit dabei. War das nicht letztes Jahr auch drin? Oder war das in der Box? Ich weiß nicht. Also das kommt mir halt gerade auch sehr, sehr bekannt leider vor. Hoffentlich dürfen wir uns in der Nummer 9 über ein Special-Produkt freuen, was uns jetzt nicht irgendwie schon ein paar Mal über die Füße gelaufen ist. Hier ist eine Tube drin und die kenne ich jetzt so nicht. Das ist ein Shampoo von Luzeta. Perfect Bonding Number 1 Restoring Shampoo. For Damaged Hair habe ich. Color Safe, okay, habe ich jetzt so nicht. Free of Sulfat, Paraben und Gluten. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Kann ich auf jeden Fall gut verwenden, kann man gut gebrauchen. Und so kleinere Größen sind auch schön zum Verreisen. Riecht sehr angenehm hier durch. In der Nummer 10 darf es jetzt mit einem sehr, 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 sehr großen Büchslein weitergehen. Okay, da ist halt wirklich nichts Großes drin im Parfait. Da haben wir eine Peeling-Maske drin. Und zwar for Glowing Skin. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Exfoliating Mask with Fruit Acids and Glycolic Acid. Also hast du hier quasi eine AHA-Maske, was natürlich in der Adventskalender oder auch Winterzeit sehr, sehr cool ist. Sowas würde ich ein- bis zweimal pro Woche verwenden. Hier steht drauf, 10 Minuten drauf lassen. Ich habe euch hier mal ein Video zu Peelings, zu Säurepeelings und so weiter auch gedreht. Ich würde empfehlen, wenn ihr mit sowas anfangt, das erstmal vorsichtig zu machen. Also erstmal eine Minute einwirken lassen und dann guckst du am nächsten Tag, wie die Haut darauf reagiert, bevor du das Ganze dann auch wirklich steigerst, ne? Und wenn du dann irgendwann vollkommen im Peeling-Game drin bist von chemischen Peelings, dann gönn dir die 10 Minuten. Hier habe ich jetzt die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Ach, das ist doch auch ein alter Bekannter, hm? Respire oder Respiri. Das ist ein Natural Face Wash. Hm. Ja,
Also hatten wir sicherlich in der Box drin, ich glaube aber auch letztes Jahr im Adventskalender. 16 Gramm haben wir hier drin enthalten und das ist eine feste Gesichtsreinigung. Oder wir hatten letztes Jahr eben von dieser Marke in dieser Größe ein Shampoo drin. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr so. Also es soll angeblich auch für sensible Haut geeignet sein. Und da haben wir halt ja so ein festes Waschstück drin, ne, was man dann zur Gesichtsreinigung nehmen kann. Ja, riecht angenehm, ne? Okay, also da würde ich tatsächlich eher zu der Nummer 1 tendieren, muss ich gestehen. Schauen wir mal, was die Halbzeit zu bieten hat. Hier habe ich jetzt den 12. und der ist ganz gut gefüllt. Hier haben wir einen Cream Conditioner drin mit Mandelöl und Olive und 100 Milliliter sind hier drin. Das finde ich gut. Ich mag gerne Conditioner und jetzt haben wir dann sowohl ein Shampoo als auch ein Conditioner in dem Adventskalender drin. Riecht ganz angenehm und wenn ich mich richtig erinnere, ist von Les Secrets de Loli übrigens, dann hatten wir letztes Jahr doch super viele Conditioner in dem Adventskalender, oder irre ich mich da? Keine Ahnung, ich meine schon. So, jetzt können Sie auch gerne mal von mir aus wieder dekorative Kosmetik geben, weil das hier hat mich echt angefixt. Der 13. Dezember eröffnet die zweite Hälfte des Adventskalenders und hier haben wir drin von Blancrème Paris, ja, auch wieder was für den Körper, Body Milk with Green Tea and Verbena, 30 Milliliter haben wir hier drin, auch das ist eine französische Marke, ja, ne, kann man gebrauchen, Body Cream ist super wichtig, ich creme mich jeden Abend ein, da bin ich wirklich sehr intensiv unterwegs, ne, mit meiner Abendroutine, aber ich brauche das auch, das ist so mein Home Spa und das gefällt mir. Auch die Nummer 14 hat wieder eine schöne Größe und hier haben wir von Polar was drin enthalten. Eine Marke, auf die auch viele abfahren. Das ist eine Crème Jeunesse Neige Eternelle Eternal Snow 20 ml. Eine Youthful Promise Cream mit arktischen Blumen. Oh lala, 95% sind hier natürliche Inhaltsstoffe. Weiter geht es nun mit dem 15. Dezember und da habe ich etwas für die Haare drin. Keratin Mask Concentrate von Brave New Hair. 50 ml habe ich schon mal verwendet, habe ich schon mal aufgebraucht, mochte ich sehr, sehr gerne. Also ist eine schöne Haarmarke und die ist richtig schön pflegend. Und die haben zwar das ein oder andere Produkt, was in einer blöden Verpackung ist, aber die Qualität der Produkte ist immer sehr angenehm, riecht unglaublich gut, aber jetzt nicht so überparfümiert oder sonst irgendwas, ne? Mag ich gerne leiden. Der 16. Dezember ist eben schon ein paar Mal runtergeknallt. Da ist was Schweres drin. Okay, die Haarserie bricht nicht ab. Von NYX haben wir das Huile Prodigieux hier drin. Das ist ein Trockenöl mit, wie viel Milliliter sind hier drin? 10, was man für die Haare verwenden kann, was du für die Haut verwenden kannst, für alles mögliche, Gesicht, Körper, Tralafitti. Und das ist auch sehr, sehr angenehm. Hatten wir aber, glaube ich, auch letztes Jahr mit dem Adventskalender. Trotzdem ist es ein gutes Produkt, aber trotzdem war es letztes Jahr auch irgendwie mit drin. Ich weiß nicht, ich hätte mir das nochmal vorher angucken sollen, das Unboxing vom letzten Jahr, oder? Ich hoffe, dass wir jetzt am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, vielleicht mit einem Produkt überrascht werden, was wir noch nicht so kennen. Das wäre mal ganz cool. Bloom Blush. Hä, warum haben wir jetzt noch einen Blush drin? Wir haben doch schon einen coolen Blush. Ja gut, haben wir zwei Blushes drin. Von Botanic Beauty, den müsste ich tatsächlich aber auch noch da haben. Rose Infused Blushes, schreit halt meinen Namen, ne? Ja, den habe ich auch, beziehungsweise vielmehr, den hatte ich. Habe ich aber aussortiert, weil er mir zu dezent war, ne? Weil ihr seht es auch, der ist wunderschön, du hast hier wirklich eine Rose drin. Oh mein Gott, ist der hübsch. Aber der ist mir viel zu hell. Ich weiß gar nicht, warum der so hell ist. Das ist schade, ne? Ja, ich meine, der ist viel cooler. Vor allem, du hast hier beide einfach mit drin. Ja gut, ist okay. Dann hat man einen Puderblush und man hat einen ja, Stickblush, aber hätten sie besser einen Highlighter reinpacken können. Mecker, 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 mecker. Dann werfen wir mal einen Blick in die Nummer 18. Das ist eine, das ist herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Das ist jetzt die Weihnachtswoche hier. Mensch, hier haben wir drin noch ein Reinigungsprodukt. Jetzt reicht's aber auch. Jetzt reicht es hier aber auch. Wir haben drei Reinigungsprodukte fürs Gesicht. Huch, ja, da will das schon entfliehen hier. Von La Canopée ist das ein Cleansing and Purifying Black Gel. Was? Keine Ahnung, irgendwas mit Zitrone und Carbon hast du hier auf jeden Fall am Start. 50 Milliliter, auch das ist ein Produkt, was mir bekannt vorkommt. Und unser drittes Reinigungsprodukt. Die Nummer 19 habe ich jetzt hier. Sie ist schön lang und hoffentlich gut gefüllt. Hier haben wir von Garancia Diabolique Tomate
mit Tomate. Diabolische Tomate ist ernsthaft witzig, oder? 30 Milliliter sind hier drin. Okay, ja, das ist jetzt unsere dritte Gesichtscreme, ne? Also da machen wir jetzt in vielerlei Hinsicht den Topf zu, meiner Meinung nach. Aber es ist trotzdem interessant. Also Garancia, diabolische Tomate, ich glaube, das würde ich schon ganz gerne mal verwenden, einfach aus Interesse, ja. Hier habe ich jetzt den 20. Dezember. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Oh, das Ding hat sich schon leider geöffnet. Mhm. Ist es jetzt eingetrocknet? Ist jetzt schon sehr fest, ne? La Crème Visage Elixir Nuit. Eine Nachtcreme von Hugon. 10 Milliliter sind hier drin. Also ich habe jetzt gerade mit meinem Finger drin rumgewuselt, ne? Ich weiß nicht, ob das von der Konsistenz her normalerweise auch so aussieht. Weiß ich nicht. Das ist halt eigentlich die vierte Creme, ne? Eigentlich eher unangenehm. Wir sind jetzt aber mal nicht päpstlicher als der Papst. Der Adventskalender kostet 65 Euro für Abonnenten, Claudia. Und du hast hier so geile Produkte drin. Nummer 21 habe ich jetzt hier. Da beschwere ich mich jetzt einfach gar nicht allzu sehr. Ne? Klar, die Creme hätte nicht offen sein dürfen, aber es ist, wie es ist. Lauter is best. Also Lachen ist das Beste. TLW. Ein Shampoo. Okay, das ist so ein zweites Shampoo. 20 Milliliter haben wir hier drin. Und das ist einfach ein Shampoo. Ja, läuft. Das ist, ja, sehr entspannt, ne? Ja, einfach ein Shampoo. Kenne ich nicht. Finde ich gut, dass wir hier etwas drin haben, was ich so eigentlich noch gar nicht kenne. Und wir befinden uns tatsächlich ja auch schon im Endspurt Richtung Weihnachten. Hier ist, ja, der 22. Dezember. Und hier haben wir was für die Haare drin. Also auch so Tools. Das sind Haarklammern von der Marke IDCA. Kenne ich jetzt so nicht. 12 Gramm steht hier auch noch drauf, witzig. Ja, also das sind halt so drei Haarspangen, die ich eigentlich ganz hübsch finde, ne? Also definitiv kann man die wohl tragen. Ja, machen jetzt einen ganz guten Eindruck, was ich jetzt hier so sehe. Schön. Was erwartet uns am Tag vor Heiligabend? Haben wir hier dekorative Kosmetik drin? Haben wir ein Serum? Ne, wir haben ja schon ein Serum gehabt. Was fehlt denn noch? Eine Fußcreme fände ich auch ganz schön tatsächlich. Mal gucken. Oh, ja, eine Mascara. Von Blushed ist das die Mascara. Beauty First, Skin Always. Und die hatten wir meines Erachtens nach auch irgendwo mal in einer Box drin enthalten. Mascara in Adventskalendern finde ich gut. Also das feiere ich auch und finde ich auch richtig schön, einen Tag vor Heiligabend hier zu bekommen, dass man sich dann für Heiligabend auch irgendwie damit fertig machen kann, ne? Und dann auch ein bisschen Blush auflegen kann. Und dann bin ich mal gespannt, was in der 24 jetzt drin ist. Ein sehr, sehr, sehr schweres Produkt haben wir hier drin. Sehr, sehr schwer. Oh. Okay, Hello Body Rose Velvet Balancing Night, Day and Night Face Fluid. 50 Milliliter. Das wird eine Full Size sein. Ist ein Face Fluid wie ein Serum oder ist es wie eine Creme? Also du trägst es direkt nach der Reinigung auf. Also ist es wahrscheinlich wie ein Serum. Dann passt es schon. Dann haben wir jetzt nicht die fünfte Gesichtscreme. Weil die fünfte Gesichtscreme wäre jetzt ein bisschen hart, finde ich persönlich, ne? Und schaut so aus, ist in einer wunderschönen Glasflasche drin. Liebe Rose, das ist echt voll mein Ding und ich finde, das ist auch ein Knaller in der Nummer 24. Was ein wunderschöner Adventskalender, oder? Ach Mensch, also den hat man gerne in der Weihnachtszeit bei sich zu Hause stehen für einen Monat. Wundervolles Design, mag ich gerne leiden. Aber auch die Produkte haben es in sich. Also wenn ich bedenke, dass man ja 65 Euro dafür bezahlt und dann den Warenwert von, ist ja angeteasert, mit 289 Euro bekommt, ist es schon sehr, sehr cool. Man hat hier im Prinzip alles, was man so braucht. Ist es witzig, dass die Mascara Blushed heißt? Wenn wir zwei andere Blushes hier drin haben. Das mal so als Gedankengang. Aber ja, also ein bisschen abwechslungsreichere dekorative Kosmetik wäre ganz nice gewesen. Aber gut, ist wie es ist. Ich finde den Inhalt vollkommen, vollkommen schön. Und wenn ihr jetzt das Video gesehen habt und seht, was in dem Adventskalender drin ist, dann seht ihr ja auch, ob sich das für euch halt lohnt, dafür die 65 oder 75 Euro auszugeben. Ich würde sagen, definitiv, oder? Deswegen empfehle ich euch den super, super gerne und setze euch, wie gesagt, den Link in die Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.